Heyse und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu und zurück mit Let's Play Dotac. Und wir haben ja beim letzten Mal mit ansehen müssen, wie unser guter Freund Yasuhiko, beziehungsweise Orca, von so einem komischen Monster besiegt wurde und jetzt im Koma liegt. Na, hoffentlich wird das gut gehen. Schauen wir doch einfach mal. Oh, wir können uns mittlerweile wieder einloggen. Sehr gut. Die Serverarbeiten sind anscheinend zu Ende. Also ich weiß ja, dass es in MMOs auch Monster gibt, die Auto-Aggro haben. Das scheint wohl eine von diesen Monstern zu sein. Ein Auto-Aggro-Spieler. Spielerin. Ich hole erstmal meine Ausrüstung und ich möchte auch noch einige Informationen sammeln. Jo, wir können uns jetzt nämlich auch frei hier bewegen, in der Stadt. Und manchmal sieht man irgendwelche Chats. Hallo, Big. Lass mal mit dir reden. Sorry, reden. Wie lange spielst du dieses Spiel denn schon? Jetzt kann er auf einmal normal reden. Was willst du? Ja, handeln. So, was hat er denn so? Ich möchte handeln. Funken, ja, das ist eine neue Waffe. Komm. Zum Handeln, was geben wir denn? Was haben wir denn hier so alles? Wir haben ja hier sowas und sowas. Ich möchte auf jeden Fall die Funkenklinge haben. So, Regenbogenkarte. Oh, da stimmt er sofort zu. Finde ich sehr schön. Nein, du blödes Stück Typi. Nochmal. So, ich will. So, du bekommst die Regenbogenkarte. Wie kann ich da jetzt so richtig zustimmen? Ja, ich will da gern zustimmen. Ah, okay. Zu diesen Konditionen handeln? Okay. Ich hätte einfach nur nochmal X drücken müssen. Du hast jetzt... So, Moment. Ich will mal gucken. Ausrüstung. Was brauche ich denn für Ausrüstung? Nein, Status. Was ist... Das ist so ein komisches Irgendwas. Okay, lass mich dich nochmal anreden. Wo bist du? Hallo Typ. Da bist du. Handeln. Ich will weiter handeln. Nein, du scheinst nichts davon zu haben. Ach so. Ja, das steht da unten auch, ob ich das nutzen kann. Da steht, ach, nicht für Twin Blades oder Long Arm Wavemaster. Okay. Na gut. Leinswaffe für Wavemaster. Guck zu. Das könnte ich aber tragen, aber das ist ein... Na gut. Hier könnten wir speichern. Ja, komm, machen wir einfach mal. Speichern. Zack. Zack. Und ja. Das wollen wir. So, speichern erfolgreich. Auf der Minimap seht ihr ja noch viele andere Sachen. Die werden wir uns alle mal nacheinander ansehen. So, was haben wir denn zum Beispiel hier drüben? Hier haben wir... Elfenhafen, Arenen gegen... Ja, hier haben wir unser Lager. Hier können wir Gegenstände einlagern, die wir... Hallo, Brad? You again. Rose. I'm busy right now. Hallo, du. Du
die ist voll aggro. So. Okay. Entschuldigung. Dann haben wir hier einen Gegenständeladen. Hier können wir Gegenstände kaufen. Kennt man ja aus anderen Rollenspielen. Ist selbsterklärend. Was will ich denn? Habe mein... Na, da brauche ich im Moment noch nichts von. Lass mal einfach mal. Und dann haben wir hier drüben auch noch zwei andere Läden, die wir uns natürlich auch noch ansehen werden. Etwas ranzoomen. Hast du vielleicht irgendwas Interessantes für mich? Nein, nein. Magische Verteidigung, Parameter plus 1. Gut. Das wäre vielleicht doch mal interessant. Oh, okay, der will mehr haben. Na, gelbes Bonbon reicht dir nicht. Ach, schade. Na gut. Was haben wir denn hier? Wow, so viele Leute. Hier können wir uns neue Waffen kaufen. Aber wieso sollen wir das denn machen? Wir haben ja schon ein bisschen was an Waffen. So, dann müsste das hier drüben eigentlich so ähnlich sein. Oh, ein magischer Waffen, das wäre ein bisschen komisch. Schriftrollen. Ah, hier kann man Schriftrollen kaufen. Oh, hi. Temposchub. Jawohl, dann ist jetzt eine. Da nehme ich mir mal 5 mit. Ich will immer schnell unterwegs sein, wenn es geht. Temposchub nutze ich hier nicht in der Stadt. Das wäre Verschwendung. Jo, da seht ihr da in die Chat miteinander. Wie geht's, Nijukata? Gucken, antwortet da jemand drauf? So einigermaßen, denke ich. Ja, cool, wir haben jetzt eine kleine Unterhaltung, der wir lauschen können. Ich finde mich langsam ins Spiel zurecht. Und weiter, das ist gut. Hören wir dem doch mal ein bisschen zu. Willst du Adressen tauschen? Ja, kann losgehen. Na, bevor da irgendwas großartig passiert noch, die mir weg sind. Stangen klingeln. Na gut, wir ziehen erstmal weiter mit der Ausrüstung, die ich hier so habe. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir rauskommen. Wie wir rauskommen. Also. So, Dale. Wait a sec. Was willst du denn? Yeah, you. I know some interesting keywords. Du heißt Black Rose. If you go with me, I'll tell you what they are. Do you want to know? Nö, ein anderes Mal vielleicht, ja, unbedingt. Wie ihr es eventuell im Thumbnail schon gesehen habt, das wird einer unserer weiteren Mitglieder. Die hätte auch Noob sagen können. Das ist nämlich die korrekte Übersetzung. Noob heißt nicht du Vollidiot, sondern Newbie Neuling. Das ist Noob. Also, wenn jemand als Noob beleidigt, lache ich den meistens immer sofort aus. Weil ich weiß, was Noob bedeutet. The keywords are Delta, Hidden Forbidden Holy Ground. Hidden Forbidden Holy Ground. Wurde der Fortliste hinzugefügt. So, und wir können sie natürlich jetzt auch in unsere Gruppe einladen. Sie ist selbst noch auf Level 1. Klasse Heavy Blade. Dann machen wir das doch auch direkt. Okay, here I come. Und jetzt, ja, die hat mehr HP als ich, das ist doch fies. Naja, gut. Wortliste und dann wird uns auch hier angezeigt mit so einem Häkchen, wo es immer wichtig ist, wo wir als nächstes hin müssen. Das finde ich sehr cool. So kann man sich nicht verirren. Kampflevel 6. Die hat doch einen Schuss nicht mehr gehört. Na gut. Also ich weiß, was das für ein Ort ist. Weil wegen... Ja, ich weiß es halt. Und da können wir ohne Bedenken hin. Das ist nämlich ein Ort, wo es keine Monster gibt. Wow, this place is... Huh? Never
Never mind, let's go. Well, are you going to escort me like a proper gentleman? Was hast du denn eigentlich für Ansprüche? Was bist du denn eigentlich für ein Mädchen? Ja, eine riesengroße Kirche. Ich kann sie euch nicht zeigen. Tut mir doch leid. Na gut, dann einfach mal reinzoomen und die Tür schon auf. Wir hören Musik. Die kommt aus der Kirche. Ein kleiner Gob. Oh no! So that's it. Pretty weak, huh? Mhm. What do you know? You didn't even need my help at all, did you? Du hast sie ja noch nicht mal angeboten, Black Rose. Sieht aus wie das Mädchen, welches von dem einen Monster verfolgt war, oder nicht? Scaith, Enis, Magus. I can't read anything else. The inscription is faded. By the way, Hm? I guess you can tell that I'm a newbie too. Yeah. It must be pretty obvious by the way I acted back there. But you still hung out with me. You know what? You're nicer than I thought. You see, I'm trying to find... Hey, what are you doing? What? What about you, huh? No time to explain. It's too dangerous here. What? I'm telling you to get out. Leave here at once. The book. Open the book. The book? The power it holds can bring forth either salvation or destruction at the... Installationsbuch benutzt. Buch des Zwielichts. Da ist das Buch, was in uns verschwunden ist. Was passiert? Unsere Daten werden komplett überschrieben. Das bedeutet auch, dass sich der Charakter im Aussehen etwas verändert. Jetzt Viruskern M. That was like the time when Orca. That skill. Now I understand. You are the same as the virus. To think that I was saved by
someone like you. No! That's not... I don't even know what's... Do not lie to me. Recently, many places within the world have been damaged by a virus. Those who willfully spread the virus and destroy this world for their own amusement, they shall receive no mercy. No, that's not me, I did not expect to find the one responsible so soon. Draw your sword, now! I won't! There's no reason to do that! There is for me. No, I don't want to fight! I... What is the matter with you? That's hardly the way to talk to someone who just saved your life. I still do not trust you. I just require the time to think this through. But if I find out that you are... indeed in with them, I will kill you. That was rather childish for Balmonk of the Azure Sky, the descendant of Fianna. I do not speak with hackers. That boy, he's a friend of your partner. Orca? Dieser Typ kennt Orca. Wer ist Balmung? Und wer ist diese Frau? I thought he would end up like Orca. And I panicked. That's when I heard her voice. It was the voice of the girl who gave the book to Orca. I see. But what are you going to do if the data bug shows up again? That power put your friend... sorry. I don't even know what this power is. Or what she wanted Orca to do. And what am I supposed to do with this power? All I want to do is help Orca. Aqua Capital, Mac-Anu. Das heißt, wir sind wieder auf der Stadt. In der Stadt. Well, I've gotta go. Today was... I don't know what to say, but... Good night. Okay, machen wir weiter. Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich lock mich erstmal an der Stelle aus. Und dann... Was war das denn für ein Geräusch? Eingebildet. Wir haben neue Sachen für das Board und neue E-Mail? Nein, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist immer schön, wenn man auf dem Desktop dann einen Part beenden kann. Denn so ist alles immer schön neu. Und, oh, wir haben doch neue Mails. Naja, all die Sachen, die werden wir uns erst beim nächsten Mal ansehen. Ich werde in der Zwischenzeit mal ein bisschen off-cam leveln. Das werde ich immer off-cam machen, da müsst ihr nicht unbedingt bei sein, das wäre einfach nur zu langweilig. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dotac. Bis zum nächsten Mal. Ciao.